Nun hat man folgendes Sensor-Output. Und um warm zu werden, hier kurz ein Quiz. Welche Art von unscharfen Menge ist dies? Also was ist das Speziellste, was man darüber sagen kann? Hier kurz das Video pausieren und nach Lösen der Aufgabe auf Weiter drücken. Ich denke, es konnte jeder unschwer erkennen, dass es sich hierbei um ein unscharfes Intervall handelt. Nun, da wir nun mit den unscharfen Mengen schon so vertraut sind, denke ich, jeder kommt auf eine Art und Weise, wie man aus diesem unscharfen Intervall eine scharfe Zahl ableiten kann. Hier kurz pausieren, nachlösen der Aufgabe auf Weiter drücken. Eine Möglichkeit ist, man nimmt den Mean of Maxima Ansatz und dazu markiert man sich entsprechend, wo das Maximum ist. Das ist natürlich hier eine Teilmenge der reellen Zahlen, hier ein Intervall. Und dann nimmt man entsprechend einfach die Mitte des Intervalls. Das Maximum muss jetzt nicht bei 1 liegen, ist es in unserem Fall. Ansonsten wäre es natürlich kein unscharfes Intervall. Aber wenn es zum Beispiel hier wäre, könnte man trotzdem den Mean of Maxima bilden. Die zweite Lösung ist, man berechnet einen Flächenschwerpunkt. Wenn man sieht, man hat hier eine andere Steigung als hier und das gibt da schon ein bisschen die Intuition, dass es vielleicht eher nach links ein Tick verschoben sein sollte. Und wenn wir das jetzt tatsächlich so berechnen und hier quasi einen Flächeninhalt haben und haben hier unseren Schwerpunkt, dann bekommen wir es hier und damit sind wir leicht weiter links, einfach weil hier mehr Zugehörigkeit ist.